Konrad Graf von Preysing, Bischof von Eichstätt und Berlin. Ein Bischof im Dritten Reich. An die Amtsbrüder: kein Bekenntnis zum neuen nationalsozialistischen Staat. An sein Bistum: der gläubige Katholik steht in Deutschland unter Ausnahmerecht. An den Freund und Papst: ob nicht der Heilige Stuhl für die Juden in Deutschland etwas tun könne. An die Welt: wer immer Menschenantlitz trägt, hat Rechte, die ihm keine Gewalt nehmen darf. Er müsse doch für so viel zu Hause danken. Konrad Graf von Preysing, wenige Jahre vor seinem Tod. Zu Hause, das ist Kronwinkel in Niederbayern. Die Schlosskapelle ist der mächtigste Raum im Stammsitz der Preysings und geistiger Mittelpunkt im familiären Leben. Die tägliche heilige Messe in der Schlosskapelle ist für Konrad von Preysing wie für alle Bewohner Kronwinkels eine Selbstverständlichkeit. Erst ab minus 18 Grad erteilt sein Vater Dispens von der morgendlichen Messe. Wann immer es geht, verbringt Preysing ein paar Tage im Jahr auf Kronwinkel. Sein Leben lang. Schwester Clara, Bruder Albert und vor allem der Mutter ist er sehr zugetan. Im Kreis von Verwandten und Freunden öffnet sich der sonst so zurückhaltende und in sich gekehrte Mann. Er erzählt Anekdoten, freut sich an Gesellschaftsspielen und imitiert gern und etwas schadenfroh, sehr zum Gaudium seiner Umgebung, andere Personen. Nach den Besuchen in Kronwinkel fühlt er sich gesünder, weniger niedergeschlagen. In der Familie war er die Respektperson und auf ihn wurde bedingungslos gehört, was bei der Anzahl seiner Brüder gar nicht so leicht war. Aber er hat es immer wieder mit Freundlichkeit und aber auch mit Energie geschafft, dass seine Ratschläge befolgt wurden, so wie er sich das vorgestellt hat. Könnten Sie da mal ein Beispiel zu nennen, bitte? Da ist es um Schulwahl gegangen. Es ist es vielleicht auch manchmal um eine Heirat gegangen. Es ist um Vermögenssachen gegangen. Auch da war er kompetent. Also eigentlich alles, was das Leben von Menschen umfasst und wo Rat nötig war, er hat ihn gegeben. Die Familie Preysing gehört dem bayerischen Uradel an und ist dem Königshaus eng verbunden. Vater Kaspar vertritt als Abgeordneter des Zentrums den Wahlkreis Landshut im Deutschen Reichstag. Mutter Hedwig, aus altem österreichischem Adel, war vor ihrer Heirat Hofdame in Wien. Konrad von Preysing wird am 30. August 1880 geboren. Als er 6 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Ihre 9 Söhne und 2 Mädchen muss die Mutter, eine außergewöhnlich gebildete Frau, alleine erziehen. Ihr leitendes Prinzip war Konsequenz, so Preysing. Als ihre Kinder erwachsen sind, bezieht die Gräfin eine Villa, die gegenüber dem Schloss liegt. Von dort entfaltet sie viele Aktivitäten. Sie gründet eine Mädchenschule in Kronwinkel, kümmert sich um die ambulante Krankenpflege und leitet den katholischen Frauenbund in Landshut. Preysing beginnt das Jurastudium in München, setzt es in Würzburg fort.
Danach tritt er in den Dienst des Bayerischen Staatsministeriums des Äußeren und wird Legationssekretär an der Bayerischen Gesandtschaft in Rom. Völlig überraschend gibt er seine ihm lieb gewordene Karriere als Diplomat auf, zur Überzeugung gekommen, dass ihn seine Bestimmung dem geistlichen Beruf zuführt. Seine Mutter war, glaube ich, das Höchste und Bedeutendste, was er im Leben besessen hat. Er war ein zutiefst respektvoller Sohn ihr gegenüber. Er hat sich unglaublich um sie bemüht. Und ich denke auch, dass sie im gewissen Sinne eine sehr gute Ratgeberin für ihn war. Er ist ja spät Priester geworden und seine Mutter war, glaube ich, nicht so ganz glücklich über die Wahl, weil er ja im diplomatischen Diensten war. Aber später hat sie, glaube ich, eingesehen, dass sein Entschluss richtig war und sie hat ihn voll unterstützt. Also er und seine Mutter waren ein Herz und eine Seele. Und er hat sie hoch, hoch, hoch verehrt, das mit Recht. Bayern vor dem Ersten Weltkrieg. Der Adel genießt im Königreich seine Privilegien. Dieser Welt entzieht sich Preysing nach Antritt des Theologiestudiums am Innsbrucker Canisianum. Er erzählt später öfter, wie ihm der Unterschied zu den früheren Lebensgewohnheiten in den einfachen Essbestecken, in den blechernen Kaffeekannen sehr plastisch zum Bewusstsein kam. 1912. Preysing kommt nach Priesterweihe und Promotion in München an. In der bayerischen Hauptstadt residiert der Erzbischof Franz von Bettinger. Bettinger missfällt der bayerischen Regierung. Er habe nichts Affables und sitze bei Diners stumm da. Preysing wird ins erzbischöfliche Ordinariat bestellt. Als Sekretär Bettingers soll er wegen seines bedeutenden Namens, seines gewandten Auftretens und seiner Fremdsprachenkenntnisse die mangelnde Etikette des Erzbischofs bereinigen helfen. Zwischen dem Vollblutpraktiker Bettinger und Preysing erwächst eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die dem jungen Adligen die Augen für die soziale Not in der Großstadt öffnet. Nach dem Tod Bettingers wird er Prediger in St. Paul, eine Aufgabe, die ihm zusagt und ihm nebenbei noch Zeit zu wissenschaftlicher Arbeit lässt. Er befreundet sich mit dem ihm wesensverwandten päpstlichen Nuntius in Bayern, Eugenio Pacelli. Der neue Erzbischof von München und Freising, Michael von Faulhaber, verzichtet auf Preysings Mitarbeit im Ordinariat. Erst 1928 beruft er ihn ins Münchner Domkapitel. Das Verhältnis der beiden bleibt distanziert. September 1932. Der Osservatore Romano gibt die Ernennung Preysings zum Bischof von Eichstätt bekannt. Eichstätt ist damals das kleinste deutsche Bistum. Sein Wahlspruch als Bischof lautet »In verbo tuo«, auf dein Wort hin. 1932 leiden die Katholiken des Bistums wie alle anderen Deutschen auch unter Arbeitslosigkeit und Armut. Preysing in einem Hirtenbrief: »Die Zeit, in der wir leben, ist wahrlich ernst. Es ist wohl keiner unter euch allen, der nicht unter der leiblichen und seelischen Not unserer Tage leidet, schwer leidet. Das Leben drückt, es quälen die Sorgen in der bangen Frage nach der Zukunft.« Eichstätt ist eine katholische Stadt. Die philosophisch-theologische Hochschule und verschiedene pädagogische Einrichtungen prägen das geistige Leben. Vertreter der Bayerischen Volkspartei regieren die Stadt und das katholische Umland. Nationalsozialistische Organisationen finden hier kaum Mitglieder. Höchstens der Dorflump, so Preysing, könne hier Ortsgruppenleiter werden. In Anwesenheit des bayerischen Episkopats zieht im Oktober 1932 Preysing zur Feier seiner Intronisation in den Eichstätter Dom ein.
Er hat den Wunsch, seinen Freund Eugenio Pacelli, nunmehr Kardinalstaatssekretär in Rom, zur Bischofsweihe einzuladen. Nach längerem Überlegen kommt er zu dem Schluss, dass Pacellis Anwesenheit im beschaulichen Eichstätt zu viel Aufregung verursachen würde. Preysing ist der 76. Bischof von Eichstätt. Beinahe täglich sehen die Eichstätter ihren neuen Bischof zu Fuß unterwegs in der Stadt. Sein Vorgänger hatte sehr zurückgezogen gelebt. Preysing will in seinem Amt Bischof werden und Mensch bleiben. Ein Zeitzeuge. Es konnte auch einmal sein, dass er bei einem Gang durch die Stadt einem Arbeiter die Leiter hielt und an ihrem Fuß stehen blieb, um ein Abgleiten zu verhindern. Häufig besucht er die Benediktinerinnenabtei St. Walburg. Freundschaftlichen Kontakt pflegt er mit der Äbtissin Benedikta Gräfin Spiegel. Im Rückblick auf die Eichstätter Zeit schreibt er ihr aus Berlin: Was vergangen, kehrt nicht wieder. Aber ging es leuchtend nieder, strahlt es lange noch zurück. Ich glaube, so sagt Goethe. Und für mich strahlt es wohl für alle Zeit leuchtend zurück. So sehr, dass einer meiner Vertrauten hier vom Eichstätter Mythos spricht. Eichstätt 1933. Preysings Kommentar: Wir sind in den Händen von Verbrechern und Narren. Er ist besorgt über die Verfolgung von Mandatsträgern der Bayerischen Volkspartei und Mitgliedern katholischer Verbände. Wegen der Wahl Hitlers zum Reichskanzler trifft sich der deutsche Episkopat Ende Mai in Fulda. Preysing in einer Eingabe an die Bischofskonferenz: Ich bitte in das Hirtenwort kein Bekenntnis zur neuen Ordnung, zum neuen Staat aufzunehmen. Wir sind es dem katholischen Volke schuldig, ihm die Augen zu öffnen über die Gefahren von Glaube und Sitte, die sich aus der nationalsozialistischen Weltanschauung ergeben. Der schließlich in Fulda gemeinsam formulierte Hirtenbrief steht im klaren Gegensatz zu Preysings Position. Dennoch lässt er ihn in seinem Bistum verlesen. Auch diesen Satz: Es fällt uns Katholiken auch keineswegs schwer, die neue starke Betonung der Autorität im deutschen Staatswesen zu würdigen und uns mit jener Bereitschaft ihr zu unterwerfen, die sich nicht nur als eine natürliche Tugend, sondern wiederum als eine übernatürliche kennzeichnet, weil wir in jeder menschlichen Obrigkeit einen Abglanz der göttlichen Herrschaft und eine Teilnahme an der ewigen Autorität Gottes erblicken. Dem Reichskonkordat gegenüber ist Preysing skeptisch. Kurz vor der Unterzeichnung schreibt er an Pacelli, dass im Deutschen Reich dafür jegliche Rechtsgrundlage fehle. Er wendet sich erneut an den Freund, als Gerüchte aufkommen, dass ihn Rom auf den vakanten Bischofsstuhl berufen wolle. Die einfachen Verhältnisse in Eichstätt sind in der heutigen Lage schon derart, dass ich zweifle, ob ich der Sache gerecht werden kann. Wie würde es sein an dem exponiertesten Platz in Deutschland? Ich bin nicht der Mann mit den eisernen Nerven, der in dieser Stunde diesen Posten gut ausfüllen könnte. Der Gang nach Berlin ist für Preysing die schwerste Prüfung seines Lebens. Aus dem Abschiedsbrief an sein ehemaliges Bistum: Der heilige Paulus blickt in die Zukunft und sagt: Was mir bevorsteht, weiß ich nicht. Auch ich kann vielleicht mehr als irgendein anderer von mir sagen. Was mir bevorsteht, weiß ich nicht. Ich gehe in ein mir fast unbekanntes Land, auch zu einer Gemeinde, die mich noch kaum gesehen, in andere Verhältnisse, in andere weltliche Interessen, in einen anderen Aufbau der Gesellschaft. Berlin zählt 4,5 Millionen Einwohner, als Preysing zum Bischof berufen wird. Sein neues Bistum besteht erst seit 5 Jahren.
Die Katholiken stellen nur eine Minderheit in der überwiegend protestantischen Bevölkerung. Bei den Meldestellen der Berliner NSDAP lassen sich auch Katholiken als Parteimitglieder registrieren. Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Deutscher, die der Reichsregierung nahesteht, urteilt über Preysing: Seiner ganzen Persönlichkeit und seiner Einstellung nach wird der Graf als Bischof von Berlin, der für die Zukunft als der politisch Wichtigste des Reiches angesehen werden muss, seine klug abwägende Tätigkeit in einer Richtung entfalten, die sich in sehr unliebsamer Weise geltend machen wird. In der St. Hedwigskathedrale wird Preysing am 7. September 1935 in sein neues Amt eingeführt. Die geladenen Vertreter der Reichsbehörden bleiben dem Gottesdienst fern, weil die deutschen Bischöfe der Regierung kurz zuvor in einem Hirtenbrief amtliche Duldung und Unterstützung des Kampfes gegen Christentum und Kirche vorgeworfen hatten. 15.000 Berliner Katholiken begrüßen ihren neuen Bischof mit tosendem Beifall im Sportpalast. Der Sportpalast war also wie immer bis zum letzten Platz gefüllt. Und dann zog der Bischof ein, angeführt vom Nuntius Orsenigo, in ihre Ehrentribüne. Und wir vom Priesterseminar hatten etwa einen Platz, ein Rang oder zwei Ränge über dieser Ehrentribüne. Der Bischof Konrad war völlig verschreckt, völlig verängstigt geradezu, weil die Berliner, naja, die tobten halt, nicht? Die freuten sich und jubelten und riefen und auch spielte natürlich der Sportpalast, das ganze Milieu dabei mit. Sportpalast, 6-Tage-Rennen und so weiter, war eine bekannte Stätte. Und der Bischof war völlig verängstigt. Und nun haben wir dann von hinten eben oben gesehen, der Nuntius, der die Berliner also kannte, ihn nun von hinten immer mit der Hand nach vorne an die Balustrade schob. Er sollte doch ganz nach vorne gehen auf seinem Rang, wo er war, und da vielleicht mal winken oder irgendwie eine. Aber er stand da also völlig gelähmt, recht hilflos dieser tobenden Menge gegenüber. Das war also so der erste Eindruck, den wir aus dem Priesterseminar da von unserem neuen Bischof hatten. Preysing meidet jede Menschenansammlung. Er flüchtet gern in einsamen Spaziergängen zu den Rhododendren im Tiergarten. Die Berliner Katholiken nennen ihn den Marmorbischof. Preysing vermisst die überschaubare Welt seiner katholischen bayerischen Heimat. Sie müssen einmal in meine Heimat kommen, müssten Eichstätt und mein früheres Bistum kennenlernen, um zu verstehen, wie unglücklich ich mich zunächst hier fühlen musste. Der Berliner in seiner Riesenstadt kann mich nicht verstehen, wenn er meine Heimat nicht kennt. Der Bischofssitz in der Behrensstraße liegt in unmittelbarer Nähe zur Reichsregierung. Als Bischof der Reichshauptstadt soll Preysing die politische Lage sondieren. In regem Briefwechsel mit Pacelli kommentiert er die staatliche Unterdrückung katholischer Einrichtungen und Organisationen. In dieser Situation verärgert ihn jedes vermeintliche Entgegenkommen gegenüber dem Regime. Den Besuch Kardinal Faulhabers bei Hitler auf dem Obersalzberg bewertet Preysing als Saubesuch. Pacelli sendet aus Rom ermutigende Signale. Der Episkopat sollte allein schon mit Rücksicht auf die nicht unberechtigten Erwartungen der von den Unterdrückungsmaßnahmen der Staats- und Parteistellen betroffenen Katholiken alles daran setzen, um in der Öffentlichkeit den Anschein passiven Abwartens zu vermeiden. März 1937. Von allen deutschen Kanzeln wird Pius XI. Enzyklika mit brennender Sorge verlesen. Preysing ist erleichtert über die offene Sprache des Papstes. Sein Fazit: Der gläubige Katholik steht in Deutschland unter Ausnahmerecht.
Wann immer aber sich Katholiken zur Wehr setzten, wich die Partei zurück, stoppte die kirchenfeindlichen Maßnahmen oder versuchte möglichst ohne Prestigeverlust herauszukommen. Ein Grund für den menschenscheuen Preysing: die Fronleichnamsprozessionen in direkter Nachbarschaft zur Reichsregierung als Gegenkundgebung zu den Aufmärschen der Nazis zu zelebrieren. Die Befangenheit, die Preysing vor großen Menschenansammlungen zeigt, verliert er im Gespräch von Mensch zu Mensch. Ich hatte nun in einem theologischen Lehrbuch gelesen, dass der Bischof auch gestatten kann, Messfeiern außerhalb der Kirche in der Wohnung zu gestatten. Und meine älteste Schwester lag zu Hause schon seit 10 Jahren mit Multiple Sklerose, schwer erkrankt. Einmal im Monat brachte ihr der Pfarrer die Heilige Kommunion, aber die Schwester hätte so gerne einmal eine heilige Messe wieder erlebt. Und wie ich dem Bischof das erzählte, sagte er gleich: Was, Sie haben eine kranke Schwester? Die muss ich doch besuchen. Da habe ich gesagt: Aber Exzellenz, das geht doch gar nicht. Ich sagte: Wieso? Ich besuche doch alle Kranken. Und er gab die Erlaubnis für die Messfeier, das konnte ich unserem Pfarrer mitteilen. Und am Nachmittag des 6. Januar ist er schon gekommen und hat erst mit meinen Eltern und der Mutter meines Vaters, der Großmama, ein Stündchen Kaffee getrunken. Damals rauchte er auch noch Zigarre. Und dann hat er eine halbe, dreiviertel Stunde am Krankenbett meiner Schwester gesessen. März 1939. Der ehemalige Nuntius in Deutschland, Eugenio Pacelli, wird zum Papst gewählt. Preysing hofft nun auf ein entschiedeneres Auftreten der deutschen Bischöfe gegenüber dem Regime. September 1939. Der Überfall auf Polen. Der deutsche Episkopat stellt die Rechtmäßigkeit dieses Krieges grundsätzlich nicht in Frage. Als einziger deutscher Bischof ruft Preysing in seinem Hirtenbrief zum Gebet auf für alle, die da draußen stehen, alle Notleidenden und Bedrängten, unser ganzes Volk, und nicht zum Gebet für den Sieg des Deutschen Reiches. Wegen der Deportation polnischer Geistlicher ins Konzentrationslager Dachau, wegen der Geiselerschießungen und der Verfolgung der polnischen Intelligenz wendet sich Preysing an den Heiligen Stuhl. Die Seelsorge für die zahlreichen polnischsprachigen Katholiken des Berliner Bistums schränkt das Regime nach und nach ein. Am 2. September 1939, da war ich noch Kaplan in Herz-Jesu-Charlottenburg, in dieser polnischsprachigen Pfarrei, kam ein Anruf von der Gestapo Alexanderplatz an meinen Pfarrer. Bei Ihnen wird doch da jedes Wochenende polnische Predigt, das hört ab morgen auf. Mein Pfarrer fragt: Ja, wieso morgen, was, warum gerade morgen? Na, das werden Sie schon merken. Das war nämlich der Einmarsch in der Nacht vom 2. zum 3. September 1939 nach Polen. Also damit hörte praktisch meine polnische Tätigkeit auf. Nicht? Es kamen natürlich noch Leute zur Beichte oder hatten mal ein Anliegen und kamen ins Pfarrhaus. Aber es war für mich immer eine sehr riskante Sache. Ich wusste ja nicht, sind das nun wirklich Polen, die noch was wollen von mir, oder sind das schon Spione, die mich da ausspionieren wollen, ob ich noch Polnisch spreche. Nicht? Preysing wendet sich an die Deutsche Bischofskonferenz nach Fulda. Er fordert: Endlich Abstand nehmen von der Als-ob-Politik und die geistigen Kräfte und tatsächlichen Vorgänge beim richtigen Namen nennen. Die Bischofskonferenz folgt ihrem Vorsitzenden, dem über 80-jährigen Breslauer Kardinal Adolf Bertram. In Sorge um die Sicherheit der katholischen Kirche zieht er es vor, mit Eingaben gegen kirchenfeindliche Maßnahmen bei der Reichsregierung vorstellig zu werden. Es kommt zum offenen Konflikt mit Preysing, als Bertram im Namen aller Bischöfe Hitler 1940 zum Geburtstag gratuliert. Der Glückwunsch geschieht, so Bertram,
In dem tiefen Bewusstsein der ebenso vaterländischen wie religiösen Pflicht der Treue zum jetzigen Staat und seiner regierenden Obrigkeit. Ich bitte daran erinnern zu dürfen, dass das Streben der Bischöfe nicht im Widerspruch steht mit dem Programm der Nationalsozialistischen Partei. Nach dem Krieg schreibt Preysing: Wenn an dem Vorgehen des Bischofs von Berlin etwas inkonsequent erscheint, so ist es, dass er nicht aus der Fuldaer Bischofskonferenz ausgetreten ist. Preysing ist zum Entscheidungskampf mit dem Regime entschlossen. Er schreibt an Bertram, die Kirchenführung solle endlich ihre Macht beweisen, auch wenn dann der radikalste Flügel der Partei unter Führung der SS auf jeden Fall den Vernichtungskampf gegen die Kirche bis zum Ende treibt. Aber auch in diesem Fall ist es vorzuziehen, für die Freiheit der Kirche unter Widerstand bis zum Letzten zu unterliegen, als mit entehrenden und im Grunde lächerlichen Verhandlungen der Partei ihre Arbeit noch zu erleichtern. Die Folge dieser gegensätzlichen Haltung der beiden Kirchenfürsten war, dass sie in einem permanenten Spannungszustand lebten. Dieser entlud sich in harter Form, als der Kardinal im April 1940 ein Glückwunschschreiben an Hitler sandte, mit dem der Bischof von Berlin, weil es im Namen aller Bischöfe abgefasst war, nicht einverstanden war. Als Protest legte er das Pressereferat nieder, das er in der Konferenz hatte, und erklärte sich dem Papst Pius XII. Gegenüber bereit, auch auf das Bistum Berlin zu verzichten. Der Papst bat ihn dringend, diesen Plan fallen zu lassen. Berlin ist Zentrum des deutschen Judentums. Die brutale Verfolgung jüdischer Mitbürger veranlasst Preysing zu einer Denkschrift über das Recht. Sie wird im Berliner Bistum, in den westdeutschen Diözesen, in ausländischen Rundfunkanstalten und vor dem US-Repräsentantenhaus verlesen. Wer immer Menschenantlitz trägt, hat Rechte, die ihm keine Gewalt nehmen darf. All die Urrechte, die der Mensch hat, das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit, auf Freiheit, auf Eigentum, auf eine Ehe, deren Bestand nicht von staatlicher Willkür abhängt, können und dürfen auch dem nicht abgesprochen werden, der nicht unseren Blutes ist oder nicht unsere Sprache spricht. Wir müssen uns klar darüber bleiben, dass ein Versagen solcher Rechte oder gar ein grausames Vorgehen gegen unsere Mitmenschen ein Unrecht am Fremden, aber auch am eigenen Volke ist. Die Pfarrei Herz Jesu. Hier arbeitet das Hilfswerk beim Bischöflichen Ordinariat Berlin. Gegründet im August 1938, kümmert es sich um sogenannte Nicht-Arier. Nach dem November-Pogrom suchen täglich mehr als 20 Menschen jüdischer Abkunft aus dem Bistum und dem Reich hier Hilfe, vor allem um Deutschland zu verlassen. Dompropst Bernhard Lichtenberg, der das Hilfswerk leitet, verurteilt die Reichskristallnacht in seinen Predigten scharf. Als Lichtenberg verhaftet wird, stellt sich Preysing selbst an die Spitze des Hilfswerks. Seine Geschäftsführerin wird Dr. Margarete Sommer. 1943 stirbt Bernhard Lichtenberg beim Transport ins KZ Dachau. Preysing hält Requiem und Beerdigungsfeierlichkeiten. Trotz eines Bombenalarms nehmen über 5000 Berliner daran teil. Es ist die letzte große öffentliche Kundgebung des katholischen Berlins in der NS-Zeit. Das Hilfswerk in Herz Jesu versorgt Verfolgte mit Nahrung, Kleidung und Geld aus Mitteln des bischöflichen Ordinariats. In der Pfarrei werden jüdische Mitbürger versteckt, um sie vor der Deportation zu retten. Ich kam hierher
und begrüßte noch schnell meinen Vorgänger, der mir ein paar Kleinigkeiten aus seiner Tätigkeit in der Jugendseelsorge übergab, aber zum Schluss noch mit einem bedenkenden Augenaufschlag mich fragte oder mir sagte, ich habe da noch eine Erbschaft für Sie im Keller. Wobei ich überzeugt war, es handelt sich dort um Kisten, Kasten, Bücher, Möbel. Nein, nein, sagte er, ich habe hier einen untergetauchten Juden im Keller versteckt. Sein Name ist Erich Wolf. Darauf gingen wir dann in den Keller hier runter, um mein Gesicht vorführen zu lassen vom Pater Kreuz, damit er Vertrauen findet. Und so habe ich dann den Erich Wolf übernommen. Er ist wohl auf diese Stelle aufmerksam gemacht worden durch Hilfen und dann auch durch Pater Kreuz, weil hier in diesem Gebäudekomplex das bischöfliche Hilfswerk untergebracht war, deren Leiterin Frau Dr. Sommer war und zunächst auch bis zu seinem Abtransport der Herr Dompropst Lichtenberg, der er dann verstorben ist auf dem Weg ins KZ Dachau. Der Schutzherr war dann auch ganz persönlich der Bischof Konrad Graf von Preysing. Preysings Geradlinigkeit hat die Zivilcourage seiner Pfarrer und Kapläne bestärkt und auf diese Weise geholfen, Menschen vor dem sicheren Tod zu retten. Auch hier in der Nähe, deine Mutter. Ja. Aha. Und das ist also hier der Keller, wo der Pfarrer Brinkmann deinen Vater gleich untergebracht hat. Ja? Ja, ja. Mhm. Ja. Und wie kam denn das, dass der Vater hier zum Pfarrer Brinkmann kam? Na, wir waren ja hier in der Kirche wie zu Hause. Und du weißt ja, diese schlimme Zeit. Und rechts und links wurden die abgeholt, die jüdischen Leute, beziehungsweise Mischlinge, die als Juden galten. Und eines Tages bin ich runtergegangen und wir hatten einen wunderbaren Polizisten bei uns in der Riekestraße auf der Polizei. Der kam und sagte zu mir, Berit, ich muss dir sagen, ich habe die Nachricht bekommen, dass dein Papa abgeholt wird. Und so wussten wir, dass mein Papa weg musste. Und da sind wir hierher gegangen, zur Berliner Straße. Und da hat Herr Pfarrer Brinkmann meinen Papa hier in den Keller untergebracht. Das Abwanderungsbuch des Hilfswerks. Margarete Sommer verzeichnet darin mehr als 200 persönliche Daten von Deportierten. Preysing ist tief deprimiert über die ständigen Abtransporte und lässt den Vatikan in umfangreichen Berichten darüber informieren. Zweimal wendet er sich direkt an den Papst. Eure Heiligkeit sind wohl über die Lage der Juden in Deutschland und den angrenzenden Ländern orientiert. Lediglich referierend möchte ich anführen, dass von katholischer wie von protestantischer Seite an mich die Frage gestellt worden ist, ob nicht der Heilige Stuhl in dieser Sache etwas tun könnte. Pacelli antwortet, den an Ort und Stelle tätigen Oberhirten überlassen wir es abzuwägen, ob die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen im Falle bischöflicher Kundgebungen es ratsam erscheinen lasse, Zurückhaltung zu üben. Hier liegt einer der Gründe, warum wir uns in unseren Kundgebungen Beschränkungen auferlegen. So wie die augenblickliche Lage ist, können wir leider keine andere wirksame Hilfe zukommen lassen als unser Gebet. ...1943 entwerfen deutsche Bischöfe eine Eingabe an die Regierung. Mit heiliger Entrüstung haben wir Kenntnis erhalten von den allen Menschenrechten hohnsprechenden Evakuierungen der Nicht-Arier. Es ist unsere heilige Pflicht, für die unveräußerlichen Rechte aller Menschen einzutreten. Der Brief wird nicht abgeschickt. Kardinal Bertram verweigert die Unterschrift. Das Dominikus-Krankenhaus in Hermsdorf. Preysing zieht hier ein, nachdem das bischöfliche Ordinariat durch einen Bombenangriff ausbrannte. Immer wieder erhält er Besuch von Männern des Widerstands. Preysing hatte sich in der Fuldaer Bischofskonferenz bereit erklärt, im Ausschuss für Ordensangelegenheiten mitzuarbeiten, der als Bindeglied zwischen dem deutschen Episkopat, dem Papst und dem politischen Widerstand in Deutschland arbeiten sollte. Seine Arbeitsmethode grenzt an Konspiration.
Jeder soll nur das wissen und erfahren, was für seinen Arbeitsbereich wichtig ist. Seine Mitarbeiter bezeichnen diese Taktik als Schottensystem. Bloß kein Wort zu viel. Der Koordinator des Kreisauer Kreises, Helmut James Graf von Moltke über Preysing, er ist doch ein ungewöhnlich kluger und scharfdenkender Mann, wenn auch seine Skepsis bei einem Kirchenfürsten immer etwas arg herabziehend wirkt. Preysings Sekretär erinnert sich an die Besucher. Zweimal war der von den Nazis gehetzte Oberbürgermeister Gördeler bei ihm. Dann hatte er einen engen Kontakt mit Graf Helmut von Moltke, mit dem er stundenlang diskutierte über die Zeit nach dem Naziregime. Und schließlich Peter Jörg von Graf von Wartenburg. Und nicht zuletzt der Attentäter vom 20. Juli selbst, Graf Stauffenberg, der noch 3 Wochen vor seinem Unternehmen im Hermsdorfer Krankenhaus Gast des Kardinals war. Er hat damals kein Wort gesagt von dem, was er vorhatte. Aber die Tatsache, dass er beim Kardinal war, musste natürlich der Gestapo bekannt sein. Und so war der Kardinal ständig in der Unruhe, dass man eine Haussuchung hält, dass man ihn verhaftet, dass man ihn vor Gericht stellt und dass er vielleicht denselben Weg gehen muss, den er als Märtyrer wohl auch gegangen wäre, wie viele seiner Priester, denen er beistand und denen er ein Vater war und ein Beschützer und Tröster zugleich. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 lebt Preysing in ständiger Angst, verhaftet zu werden. Mai 1945. Das Regime ist gestürzt, Berlin liegt in Trümmern. Das Ende mit Schrecken ist da, schreibt Preysing, nur noch viel furchtbarer, als man geahnt hat. Er ist sehr niedergeschlagen, sieht sich als Bischof eines bettelarmen Bistums. Berlin ist unter den Siegermächten in Sektoren aufgeteilt worden. Ein Teil der Diözese liegt nach den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz in Polen. ...1945 zieht Preysing in den amerikanischen Sektor in die Bogotá-Straße 10. Von hier aus widersetzt er sich der sowjetischen Militäradministration, die die katholische Kirche in ihrer Zone für die Volksfrontpolitik gewinnen will. Hier formuliert er einen Erlass, der bis zum Ende der DDR Bestand haben wird. Darin heißt es, für den Bereich seines Bistums ist der Bischof zuständig, Erklärungen zu Zeitfragen im Namen der katholischen Kirche Deutschlands abzugeben. Sollten seitens weltlicher Stellen von kirchlichen Dienststellen derartige Erklärungen erbeten werden, die als Stellungnahme der katholischen Kirche gewertet werden könnten, so ersuche ich mit dem Hinweis auf diesen Erlass, eine solche Erklärung nicht abzugeben. Es gelingt weder sowjetischen Stellen noch der späteren DDR-Führung, den Klerus in Ostdeutschland politisch zu vereinnahmen. Februar 1946. Kardinalserhebung in Rom. Zusammen mit 31 Bischöfen zieht Preysing in den Petersdom ein. Aus dem besiegten Deutschland zählen noch der Kölner Erzbischof Frings und der Bischof von Münster, Graf von Galen, zu den Auserwählten. Durch die Wahl der 3 deutschen Bischöfe setzt der Papst ein Zeichen. Die internationale Presse in Rom kennt nur den Löwen von Münster. Mit seinen 3 Predigten gegen die Euthanasiemorde war Bischof von Galen im Ausland als Gegner des NS-Staates bekannt geworden. Preysing notiert, Pius XII. Habe mit der Kardinalsernennung deutlich gemacht, dass jene, deren Verbrechen nunmehr der Weltöffentlichkeit bekannt werden, nicht das ganze Deutschland darstellen. Im Berliner Bistum ist die Freude groß. Lediglich die tägliche Rundschau, das Organ der sowjetischen Militäradministration, verschweigt die neue Würde des Berliner Bischofs. Preysings Verhältnis zu den sowjetischen Behörden ist gespannt. Er protestiert gegen willkürliche Verhaftungen und Internierungen. Solange die Schmach der Konzentrationslager besteht, wird kein Friede und keine Einheit in unserem Volke herbeigeführt werden. Nach der Kapitulation hofften wir mit allen Gutgesinnten, dass es nie mehr auf deutschem Boden Konzentrationslager geben würde.
Diese Hoffnung hat getrogen. Es wird Friede und Versöhnung unmöglich gemacht, solange Menschen ihrer Menschenrechte bei uns brutal beraubt werden. 2 Tage nach dieser Erklärung ordnet die sowjetische Besatzungsmacht die Auflösung der Lager in Sachsenhausen und Buchenwald an. Der Berliner Katholikentag 1949. Zum letzten Mal tritt Preysing in der großen Öffentlichkeit auf. Im Sommer des darauffolgenden Jahres verschlechtert sich sein Gesundheitszustand rapide. Am 21. Dezember 1950 erleidet er einen Herzinfarkt und stirbt. Eine Woche später findet in der St. Sebastianskirche das feierliche Requiem für Konrad Graf von Preysing statt. Eine Zeitung in ihrem Nachruf: Wer den in seiner Lebensführung erstaunlich anspruchslosen, in seinem Urteil unbestechlichen, in seinem Auftreten ganz und gar unauffälligen, gegenüber der Masse und dem Rampenlicht geradezu scheuen Süddeutschen persönlich kannte, sah, ein wie bitterer Weg des Gehorsams dieser Weg nach Berlin war. Preysing hat über sich selbst einmal geurteilt: Ich habe die Natur einer Rehgeiß. Mir liegt der Kampf nicht. Aber schließlich schlägt auch die Rehgeiß aus, wenn sie in die Enge getrieben wird. Als einziger deutscher Bischof hat Konrad von Preysing von Anfang an die Kirche zum offenen Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime aufgerufen. Er hat im Namen der Menschenrechte gegen die Vernichtung der Juden das Wort erhoben und in seinem Bistum alle Möglichkeiten zur Hilfe ausgeschöpft. Und in Zeiten neonazistischen Wütens gegen Ausländer und jüdische Einrichtungen hinterlässt er uns die Mahnung: Nichts spricht uns los von der Pflicht, das, was bei uns durch Deutsche geschehen ist, wieder ins Gedächtnis zu rufen und uns zu bemühen, wo immer wir Hass und Fanatismus sehen, dagegen aufzutreten.